Herzlich willkommen im Salon Droste Berlin. Kommt rein. Der Salon hat ja eine lange Tradition als Ort des kulturellen Austausches, als Ausstellungsmöglichkeit, aber vor allen Dingen auch eben als Ort der Begegnung. Wer Patrick und mich schon länger kennt, weiß, dass wir sehr, sehr gerne Gastgeber sind. Und wir freuen uns jetzt schon darauf, hier in Zukunft neue wechselnde Ausstellungsmöglichkeiten zu präsentieren. Der Ort strahlt eine Wärme aus, die die Kunstwerke noch einmal in einem ganz anderen Licht hervorheben lassen als in einer Galerie. Und sie sind hier greifbarer und werden sozusagen mit den realen Lebensgeschichten gefüllt, die hier vor Ort stattfinden und werden damit sozusagen weitererzählt. Das ist das Spannende an diesem Salonkonzept, in dem wirklich gelebt wird. Wir können uns hier mehr loslösen von dem Galerieprogramm, was ja fest ist. Und hier haben wir Freiraum, dass wir einfach gestalten können. Wir können dadurch einfach flexibel schauen, was uns Spaß macht, worauf wir Lust haben und eben auch ganz andere Ideen durchspielen, die wir vielleicht sonst in dem Galerieraum einfach gar nicht machen könnten. Ich freue mich am allermeisten darauf, den Leuten hier zu zeigen, wie man mit Kunst wirklich leben kann und wie hier eine Geschichte erzählt werden kann, die dein eigenes wird.